Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, erst einmal möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für die letzten beiden Videos, die ihr euch reingezogen habt. Hat mich sehr gefreut. Nochmal Dankeschön. Auf jeden Fall, Freunde, geht's jetzt wieder in die neue Woche. Und es heißt mal wieder Training, Training, Training. Kostet es, was es wolle, wie viel Blut und Schweiß wir auch gießen werden, das ist vollkommen egal. Wir haben ja ein Ziel, wir wollen besser werden und das geht halt nun mal nicht, wenn man halt auf die volle Haut sitzt. So, Freunde, ja, wie soll ich anfangen? Leider, leider war das letzte Wochenende wieder mal eine Katastrophe. Ich will eigentlich gar nicht mehr so viel Ausreden suchen, sondern halt nur machen. Aber was soll man machen halt, ne? Wenn halt Fehler passieren, passieren halt die Fehler. Und ja, es war halt leider eine Sau-Katastrophe. Mir fehlen die Worte, ihr merkt es selber gerade. Und ja, schaut euch an, was ich fabriziert habe. Leider nur Silber 1. Ich habe 8 oder 9 Spiele am Stück verloren. Und es kann einfach nicht sein, dass ich wieder auf Silber 1 hängen bleibe. Obwohl ich bei Division, wie ihr hier seht, oben rechts, auf Division 2 jetzt mittlerweile bin. Ich habe jetzt die letzten Tage so viel Division-Spiele gemacht, wie noch nie. Und ich habe so viel versucht auch aufzunehmen und meine Fehler zu analysieren. Aber ist halt nun mal schwierig, wenn man halt noch nicht so die Erfahrung mit hat. Auf jeden Fall, Freunde, ist das mir leider immer noch ein Rätsel. Aber ich habe gefühlt in diesen 8 oder 9 Spielen, die ich halt zerlegt worden bin, gefühlt nur E-Sportler oder Elite-Schwitzer bekommen. Und boah, das ist echt hart jetzt, und jetzt muss ich leider bei diesem geilen Team of the Week, was wahrscheinlich kommen wird, nur mit einem einen einzigen roten Spieler zurechtkommen. Wenn es überhaupt ein geiler wird, das ist ja auch die Frage mal wieder. Und ja, Freunde, ich würde gerne so eine Highlight- oder Gameplay-Analyse mal machen. Nur habe ich keine Ahnung, wie man halt mit den Karten nochmal zurechtkommt. Und ja, auf jeden Fall. Das dazu. Ihr seht auch über diese Wochenbonus-Rangliste, wie viele Spiele ich mache. Leider ist das immer noch Lost von EA, dass man nur 30 Spiele macht und donnerstags immer wieder dieses, also wenn donnerstags die Rewards kommen, alles wieder auf Null gestellt wird. Aber ich frage mich bis heute noch, warum die das donnerstags gemacht haben. Das ist echt unfassbar. Auf jeden Fall, Saftladen kennt man ja, ist ja nichts Neues. Auf jeden Fall, ihr seht, 66 Spiele habe ich jetzt hier gemacht. Seit Donnerstag, also ich habe auch während der Weekend League ein bisschen Division gespielt, weil ich Pause gemacht habe nach einer gewissen Niederlage. Aber es kann halt nicht immer so sein, dass ich halt eine Niederlage kassiere und dann wieder Pause mache, weil ich halt immer wieder meine Spiele halt in den 3 Tagen immer aufteilen möchte. Da es ja 30 Spiele sind, mache ich die ja eigentlich immer auf 10, 10, 10. Und eigentlich passt das super gut, aber viele sagen halt, also viele erfahrene Spieler, sei es E-Sportler oder Elite-Spieler, sagen ja auch immer wieder, dass man halt auch eine Pause machen soll, wenn man eine Niederlage kriegt. Vollkommen verständlich. Aber man muss ja auch halt bedenken, dass man auch fertig wird mit der Weekend League, ne? Also man beispielsweise halt, wenn man ja der Sonntag noch dran sitzt, abends, da kann man ja keine Pause machen. Höchstens, wenn du die Nacht durchmachst bis 8 Uhr morgens oder so, aber denke ich nicht, dass jemand, da denke ich nicht, dass ich. Jetzt geben wir wieder die Worte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand macht. So. Auf jeden Fall, Freunde. Das dazu. Silber 1 leider nur rausgeworden. Das ist traurig. Ich frage mich, warum ich mal lache. Freddy, warum lachst du? Ja, egal. Auf jeden Fall. Katastrophe. Müssen wir jetzt besser machen die Woche. Diese Woche wird auch Division gehasselt wieder. Und vielleicht mal ein, zwei Spiele oder Highlights hochzuladen und auch wirklich auf die Niederlagen mit reinpacken, damit man auch die Fehler wieder sieht. Und ja, das dazu. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben am Freitag ja den neuen Season Pass bekommen und den wollte ich euch, mit euch gemeinsam teilen. Wie ihr mittlerweile wisst, ist ja hier ein neuer Ligaspieler gekommen, Hector Bellerin. Auf jeden Fall echt klasse, dass jetzt mal auch ein Spieler kommt, der in unser Team passen kann. Und
Hierbei stellt sich jetzt die Frage, ist er besser als Semedo oder nicht? Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet und die Leute gefragt, wie sie, was sie von dieser Karte halten. Und da habe ich die Mehrheit bekommen, dass sie sich gegen Ballerina entschieden haben und Semedo deutlich besser finden. Natürlich finde ich auch Semedo deutlich besser, da er für mich auch sehr tackling-stark ist und laubstark. Natürlich zeigt die Karte, dass sie auch sehr temporeich ist, aber man muss halt nochmal die Praxis halt schauen. Und ja, ich denke, mit Sentinel oder Anchor würde der ziemlich gut schmecken. Wobei Shadow denke ich nicht, dass wir das nicht brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Footman aussieht. Auf jeden Fall, ja, Shadow, Anchor oder Sentinel, dann gib ihm. Und die Aufgaben sind eigentlich auch ganz einfach, wieder in den Modus Manager Meisterstück. Also wir hatten ja den Mollet auch von diesem Modus erspielt. Dann hatten wir ja Korea Guard oder Kunde, war aber ein anderer Modus. Auf jeden Fall jetzt haben wir Hector Bellerin und hier müssen wir halt 15 Spiele gewinnen in dem Meister Manager Meisterstück. Torjäger, also 30 Tore müssen wir mit Premier League Spielern machen, 20 Vorlagen und in vier einzelnen Partien müssen wir eine Vorlage machen, die keine Flanke ist, und in 6 Spielen ein Tor, also 6 einzelne Spielen müssen wir ein Tor mit R1 machen, also angeschnitten. Und dann haben wir die Karte. Ich denke, ich hatte schon einen Gegner gehabt, also ich habe vorhin ein Division-Spiel gemacht, wo ich Gott sei Dank wieder gewonnen habe. Und ja, da hatte ich auf der gegnerischen Seite die Karte gesehen. Die ist mir jetzt leider nicht so krass aufgefallen. Daher kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Auf jeden Fall, wir erspielen die uns jetzt die Woche. Und daher würde ich sagen, bevor ich ja noch zum Schluss komme, zur Abmoderation, müssen wir nochmal bedenken, bei Manager Meisterstück müsst ihr eine Teamgesamtwertung haben von 77. Keine Bronzespieler, maximal 3 Spieler. Also ihr könnt eigentlich euer Main-Team haben, wenn ihr ein BPL-Team habt. Aber man muss halt gucken, was auf der Bank ist. Am besten halt nicht so viele 83 oder 80 plus Spieler haben. Und ja, dann wird das bestimmt schon klappen. Auf jeden Fall, Freunde, das dazu. Dankeschön, dass ihr auf jeden Fall dabei gewesen seid. Ob es noch jetzt die Highlights nochmal gehen wird oder nicht, ist nochmal die Frage. Das ist auf jeden Fall mehr als 2 Stunden Videomaterial. Aber man kann ja eigentlich auch nur die Szenen rausschneiden, wo man halt nur die Tore gemacht hat und die Tore kassiert hat und dann nochmal die Fehler zu analysieren. Mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal in der neuen Woche mit dem Video nochmal kommen. Und dieses kleine Review, was ja leider in der Weekend League passiert ist, müssen wir leider abhaken, Mund abwischen, weitermachen und weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann hoffe ich, dass das besser wird. Und ja, Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Lasst mir gerne ein Like auf das Video da, würde mich sehr gerne freuen. Kommentiert, was ihr kommentieren möchtet. Da würde ich sagen, macht's gut, euer Khalid ist draußen. Ciao.